Hallöchen Freunde, grüße euch. Willkommen zu einem neuen Video hier, Final Fantasy 14. Es geht weiter mit uns hier. Und wir sind hier gerade mitten in der Story. Wir sind jetzt schon in Heaven's Ward angekommen mittlerweile. Mein Charakter Uximoni hier haben wir schon ewig nicht mehr gespielt. Wurde jetzt wieder zum Leben erweckt und wird mal wieder Zeit, dass wir jetzt, wo Dawntrail draußen ist, doch schon mal ein bisschen in die Nähe kommen. Ach, wir müssen Dungeon spielen, Götterdämmerung, Gramu. Ist der Wert, ich hatte davor hier den Leviathan, den haben wir schon besiegt. So, Auswahl aufheben, ne, teilnehmen. Ah, wird schon wieder ein 10er, ne, ein 8er. Mal gucken, wie lange das dauert. Dann können wir ja auf Entspannung in der Zeit noch ein paar andere Aufgaben suchen. Was hätten wir da näher? Nix. Hier haben wir der Jagdhütte. Können wir noch ein paar Aufgaben machen in der Zeit zur Stressbewältigung. Herrje, wenn ich es nicht herausfinde, kann ich die ganze Nacht kein Auge zutun. Hör meine Geschichte, Abenteuerin. Letzte Nacht, nachdem ich meine übliche Runde gedreht hatte, sah ich ein Kind auf dem Dach spielen. Ich habe nach ihm gerufen, da das Ganze gefährlich aussah, aber das Kind hat sich prompt aus dem Staub gemacht. Seitdem lässt mir die Sache keine Ruhe. Ich kann nicht einfach meinen Posten verlassen, um einem Phantom nachzujagen, aber bei dir sieht es anders aus. Bist du vielleicht gerade auf der Suche nach einer neuen Aufgabe? Dann bitte ich dich, mir bei der Nachforschung zu helfen. Soll ich das Kind auf dem Dach suchen, oder was? Mhm. Wo ist das? Irgendwo hier. Dem Dach? Okay. Schau mal, Blätterhäufchen. Was ist das? Winziger Stab. Ja. Nochmal Blätterhäufchen. Und als letztes auch nochmal. Also war eigentlich nur hier. Einmal der Stab, dreimal Blätterhäufchen. War ja erstmal nicht so schwer. Aber gefunden haben wir das Kind ja trotzdem nicht. Ah, da bist du ja wieder. Bitte sag mir, was du herausgefunden hast. Du hast diesen Stab auf dem Dach gefunden? Nun, der ist ja viel zu klein für unser Eins. Ich wette, der gehört dem Sylphen von der Sylphenzuflucht und die Blätter stammen sicher von einem Sylphenkleid. Hm, ich denke, damit ist das Rätsel gelöst. Anscheinend habe ich eine der Sylphen für ein Kind gehalten. Somit waren meine Sorge vollkommen unnötig. Zumindest sollten wir den Stab seiner rechtmäßigen Besitzerin zurückgeben. Bitte bring ihn zur Sylphenzuflucht, zu einer Sylphe namens Delexia. Und wenn du schon mal dort bist, gib ihr deutlich zu verstehen, dass die Sylphen nachts im Wald keinen Schabernack treiben sollten. Okay, das sind bestimmt diese kleinen Dinger, diese blättrigen Schwebedinger wahrscheinlich. Oh, jetzt erstmal direkt einfach mal am Flugzeug vorbeigeflogen. So. Na, gehen wir mal hin da.
Elfen sind ja überall was anderes. Also wenn ich mich recht erinnere, wenn wir jetzt, glaube ich, bei Herr der Ringe waren es ja diese fliegenden Dämonen. Ist so, und hier sind es diese kleinen Blattmännchen. Was bringt eine Laufende zur Heimat der Unsrigen? Ein Stab? Ja. Vielleicht kennst du diesen ja. Die Laufende bringt den Stab der Meinigen. Die Meinige hat schon jeden Stein zweimal umgedreht, auf der Suche danach. Das Herz der Meinigen hüpft vor Freude. Die Laufende ist so eine Nette, so wie die Saatseherin. Die Meinige mag Nette. Die Meinige ist eine Freundin der Netten. Die Nette hat das Wort der Meinigen. Gott, was für ein Zungenbrecher, ey. Naja, gut. Dann konnten wir die auf jeden Fall wieder glücklich machen. Okay, wir haben schon zwei DDs, also ich und jemand anderes. Für die Gruppe. Dauert circa 13 Minuten, da bin ich ja mal gespannt. Letztens war Durchschnitt 16 Minuten, hat auch ganz gut geklappt. War vielleicht 3 Minuten früher dran oder so. Das war okay. So, meine Freunde, was habt ihr noch für uns? Habe hier eine Aufgabe gesehen, aber ich sehe sie nicht. Die ist irgendwo da hinten. Da oben. Du siehst aus, als wärst du aus hartem Holz geschnitzt, Abenteurerin. Möchtest du deinen Beitrag leisten, um den Frieden zu bewahren? Wir patrouillieren Tag und Nacht in der Gegend, aber viele von uns wurden in einem vor kurzem stattgefundenen Scharmützel verwundet, weshalb wir nun unterbesetzt sind. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du für die Verwundeten in die Bresche springen würdest. Also es gibt drei strategische Positionen auf deiner Route, die jeweils mit einer Flagge der Morgenviper markiert sind. Du musst lediglich diese drei Orte ablaufen und eine Weile dort die Stellung halten. Ein Kinderspiel, oder? Hört sich so an. Probieren wir aus, oder? Gucken wir mal, ob das wirklich so ein Kinderspiel ist. Oha. Halbes Leben gedroppt. So, da ist die erste Fahne. Was, ja? So, damit haben wir alle drei Flaggen. Es freut mich, dich gesund und munter wiederzusehen. Irgendwas zu berichten?
Du bist auf zahlreiche Monster gestoßen? Das ist ungewöhnlich. Wir hatten in dieser Gegend sonst nie Probleme mit wilden Tieren. Offenbar hat ihre Anzahl deutlich zugenommen. Wir werden das im Auge behalten müssen. Wie auch immer, vielen Dank für deine Hilfe, meine Liebe. Eine Grillantilope oder getrocknete Pflaumen? Steak. Und ordentlich Grit. So, die Aufgabe ist hier im Haus anscheinend. Hallo, jemand zu Hause? Ja. Die Frau am Herd. Die Isabelle. Du bist eine Abenteurerin, nicht wahr? Ja, du hast die gleiche Ausstrahlung wie mein Vater. Er war auch ein Abenteurer, musst du wissen. Er ist schon lange im Ruhestand und erfreut sich nun daran, Reisende in dieser bescheidenen Hütte willkommen zu heißen. Zudem versorgen wir die tapferen Männer und Frauen, die unsere Grenzen sichern, mit warmen Mahlzeiten. Ein kleines Zeichen unserer Anerkennung für ihre Dienste. Allerdings haben wir kaum noch frisches Fleisch. Und ich muss zur Brombeerlichtung gehen, um Fallen für Wild zu stellen. Daher muss ich unsere Unterhaltung leider beenden. Die Pflicht ruft. Oh, ich dränge mich ja nur ungern anderen auf. Aber könnte ich dich wohl darum bitten, diese Fallen für mich zu stellen? Es ist wie gesagt für einen guten Zweck. Eine Frau wie ich hat viele Dinge zu erledigen, musst du wissen. Und jeder Glockenschlag, den ich mit dieser Aufgabe verbringe, fehlt mir für andere. Kann ich machen. Wir brauchen ja. So, da hinten müssen wir hin. Ah ja. Zack. So, das haben ein unerwarteter Berg. Die dritte ist nicht weit entfernt. Vielen lieben Dank. Nun bleibt uns nur noch abzuwarten und für eine reiche Beute zu beten. Ich werde das Klagerregiment bitten, die Fallen morgen zu überprüfen. Das werden sie sicherlich liebend gerne tun, da sie wissen, dass das Fleisch in ihren Mägen landen wird. Ehrlich gesagt haben es die Wachposten an der Grenze derzeit nicht leicht. Fürchterliche Bestien streifen durch diese Länder und dann ist da noch die Gefahr durch das Kaiserreich. Im Gegensatz zu unseren Kämpfen und Abenteuern bin ich ziemlich nutzlos an der Front, aber ich kann noch immer einen Beitrag leisten, indem ich meine Unterstützung anbiete und herzhafte Mahlzeiten für diejenigen zuzubereite, die gewillt sind, ihr Leben zu riskieren, damit einfache Leute wie ich in Frieden leben können. Da siehst du, dann kann man ja mal sagen, dass es schon fast ein Geben und Nehmen ist. So, jetzt haben wir schon 3 DDs. Sind aber auch schon 13,5 Minuten dabei. Ein bisschen länger dauern. So,
So, bei den Sylphen können wir auf jeden Fall noch die drei Aufgaben machen. Und dann sieht das ganz gut aus. Außer Gilden, Staatsanlasser nehmen, Gilden, wie heißen die Dinger? Ja, Gildenfreibriefe, genau. Gucken, was bei dem denn hier? Guten Tag, ich stehe im Dienst der Bruderschaft der Morgenviper. Genauer gesagt, der gelben Schlangen und vergebe in deren Auftrag Staatsanlasser. Bin mir nicht sicher. Staatserlasse sind besondere Aufträge im Namen der staatlichen Gesellschaft. Der Gründungsvertrag der Eorzeischen Allianz gestattet unabhängig von der eigenen Zugehörigkeit Erlasse aller staatlichen Gesellschaften anzunehmen. Allerdings ist es aus Gründen der Geheimhaltung nicht erlaubt, Staatserlasse in einer Gruppe abzuarbeiten. Sie müssen alleine erledigt werden. Wer aber einen Erlass der eigenen staatlichen Gesellschaft erfüllt, bekommt einen Bonus auf seine Vergütung aufgeschlagen. Das ist ein Vorteil, den man nicht vergessen sollte. Außerdem gibt es je nach Leistung noch andere Boni. Zum Beispiel Steckbriefe, tot oder lebendig. Anixia wird wegen Mordes gesucht. Äußerlich harmlos. Aha. Können wir mal probieren, oder? Und vom rechten Weg ab. Ach so. Guck mal, so viele. Wie viel habe ich jetzt angenommen? 4 Stück oder so? Staatserlasse sind spezielle Missionen, die nur Mitgliedern einer bestimmten Gesellschaft bla bla bla. Okay, haben wir gerade schon gelesen. Irgendwie. Also ich muss ich die Staaten sowie Gildenfreibriefe. Mal. Das ist jetzt für vom rechten Weg ab. Genau. Oh nein, falscher Knopf. Muss ich da was aufsammeln? Nee, eigentlich nicht, oder? Einfach nur killen. Okay. Das krieg ich hin. Beendet? Habe ich es geschafft oder habe ich versagt? Ich glaube, ich war noch gar nicht fertig, oder? Guten Tag. Meine Belohnung. Hast du deinen Auftrag erfolgreich ausgeführt? Zweite Novizin Moni? Hervorragend, du hast dir deine Staatstaler redlich verdient. Tatsächlich. Wow, ja lustig. So, was haben wir hier? Hungriger Impis? Impis? Imps. Hungrige Imps, nicht Impis.
Oh, es geht los. Muss ich ja leider teilnehmen. Machen wir danach weiter. Oha. Ach, gegen Ramu, gegen den habe ich doch schon gekämpft. Kämpfe ich jetzt nochmal gegen den? Geht's los oder auf was warten wir jetzt? Ach, die gucken sich alle noch das Intro an. Verstehe. Hätte ich auch machen können. Ich bin elektrisiert, kann nicht laufen. Ich stehe still. Also. Boah, ganz schön lange, die ganze Zeit jetzt oder was? Jetzt, boah, krass war das lange, ey. Schon wieder. Sehr merkwürdig. Ach cool. Verstanden. Wenn man elektrisiert ist, dann geht der andere mit dem, wenn der. Naja, das geht dann mit seinem Kreis da rein und dann darf der wieder spielen.
ist ja auch elektrisiert, die kann ich. Warum bin ich tot? Warum hat die das gemacht mit mir? Das ist ja doof. Vielen Dank. Hier wieder. Ab. Dem scheiß Stabstrahler. Ich bin fertig. Was ist das? Nur auf mich abgesehen. Oh, ab. Schon wieder tot. Oh, das ist ja kacke. Ist gleich tot. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber ich muss ich jetzt auch nicht verstehen. Gut, gut. Du hast mich überzeugt. Du kannst es spüren, nicht wahr? Dir ist die Kraft gegeben, das Böse zu bezwingen, das in so vielen Seelen keimt. Setz deine Stärke zum Guten ein und führe diese Welt erneut zur Harmonie. Sonst wird euch das Unglück in mannigfacher Form verfolgen. Du bist mehr, als du selbst ahnst. So weich nicht ab von deinem Pfad. Wieder eine herausragende Leistung, Kriegerin des Lichts. Für wahr. Ich habe den Kampf durch das Ätherspektroskop betrachtet und ich sah einen zentralen Aspekt meiner Theorie bestätigt. Lass uns zum Sonnenstein zurückkehren. Dort werde ich unsere Erkenntnisse in allen Einzelheiten ausführen. Super. So. Das würde ich aber trotzdem gerne. Jetzt waren wir natürlich bei den Freibriefen gewesen. Gerne machen würde. Er war das, ne? Und es ging noch da um die Imps, oder? Ach so, das ist mal das Gleiche, okay. Mann, was für ein Wetter ist hier los, ey? Thank you.
Guten Tag. So, und einen letzten haben wir noch. Steckbrief Panixia. Was? So, damit haben wir die Staatserlasse alle auf jeden Fall bei ihm absolviert. Jo, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst mal ein Like da, abonniert meinen Kanal und vergesst natürlich die Glocke nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann macht's gut. Tschüss.